Ja, direkt schön zu Beginn sowas gesagt. Ich hatte doch gesagt, ich starte die Aufnahme jetzt und du laberst einfach schon. Es tut mir leid. Weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Aber Leute, es ist gerade wieder so lustig hier bei Resi 2, dass ich das direkt mal aufnehmen musste. Wir tanzen nur ein bisschen. Dance. Aber ohne Ausziehen. Die Stange fehlt. Ja, die brauchen wir noch. Moment. Vielleicht kann man die Pistole irgendwie ein bisschen umbauen, oder was? Die Beleuchtung ist hier jetzt natürlich ein bisschen anders, Leute, deswegen verzeiht mir diesen Lichtstrahl von links. Das heißt, ich muss es erstmal hier hin. Wo willst du denn hin? Gehst ja, du ich wollte mir runter? Das erstmal kurz angucken. Nein, das darfst du aber nicht. Warum nicht? Weil ich das sage. Wir hatten eben schon die Karte des Klärwerks gefunden und da meinte noch auch so, es ist falsch geschrieben. Das muss doch mit C, L, A, yeah geschrieben werden. Und E natürlich noch. Ja. Du kannst die Kiste links hier dann da ganz in die Ecke schieben. In die rechte Ecke? Nee, die linke Kiste in die linke Ecke. Einfach geradeaus durch. Okay. Komm, schieb, 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 schieb. So. Put. Und hat eben sehr abgelästert über Leon und Ada. Also wirklich, das hättet ihr mir dann hören müssen. Das ist schlimm, diese Bananen. Und dann die auch wieder in die Richtung. Du musst erstmal die mittlere Kiste an die andere ranschieben. Ja, das ist klar, aber das war die Frage. So. Ansonsten ist das vollkommen richtig. Kombiniere. Das muss ich schon sagen, also ist sie auf jeden Fall stark. Mhm. Da kann man nichts sagen. Du kannst nichts dagegen sagen. Wunderschön. So. Dann können wir ja wieder nach oben. Und er ist übrigens ständig auf der Suche nach der Sekretärin. Die haben wir doch jetzt hier gefunden. Das ist doch die Sekretärin. Ach so, ja, ey, das ist natürlich die Sekretärin. Die Sekretärin A, haben wir das zusammen. Genau, Ada. Komm, geh hoch. So, und jetzt würde ich sagen... Jetzt kannst du fluten. Das Ding mal aktivieren. Ne? Das Ding aktivieren. Ein Hebel, um Wasser einen ablaufen zu lassen. Oh, wollen Sie bewegen? Ja. Ja. Was hast du eine wunderschöne Brücke gebaut? Laufen. Was über diese Gruft? Über diesen Abgrund. Über diesen Abwasserkanal. Ich muss doch wieder vom Headset hier runter. Aha, da glänzt was. Oh, jawoll! Jawoll! Wieder ein Schuss. Jawoll. Jawollski. Okay. Mhm. Gut, sonst brauchen wir ja nichts mehr. Nee. Leon ist ausgesperrt. Die arme Socke. Die arme Sau. Weil Leon S. Kennedy, Leon Sau Kennedy? Nein, Leon Scott Leon natürlich. Leon Socke Kennedy hieß das. Ach so. So, dann waren wir ja auch schon. Das heißt, genau. Jetzt kommen wir nur noch zurück. Genau. Kann sie Leon retten oder nicht, ist die Frage. Vor allem sie ihn. Muss es nicht andersrum sein? Nee, Leon ist ausgesperrt. Der wird jetzt gleich von irgendwelchen Monstern gefressen. Natürlich. Oh nein. Hat sie den Garagenöffner gefunden? Leon. Nee. Nein, das ist Schalldicht. Ada, did you find anything? Ein Schlüssel. Right here. Ich sehe es nicht. Muss ich Leon nur so denken. Oh, guck mal. Ah. Here's one more. Warum eigentlich denk schneller? Wenn, dann nimm's schneller. Ja, eben. Greif schneller. Ja, du kannst einfach durch den Schacht klettern. Komm. Gönn dir, schade. What? Nicht einfach abhauen, hallo? Ey, da wait! Da haben wir es wieder. Ich hätte ja so gelacht, wenn sie ihm diese Gewehrmunition in den Kopf geworfen hätte und er K.O. gewesen wäre. Danach. Ja, dann schlüssel ich mich. Machen wir eben hier neu positionieren so. Jetzt lenkt sich Leon gerade, als er sich bücken muss. Oh, nicht schon wieder. Alter Mann! Ja, ein Statement. So, kannst mal die Schachfigur, die du schon hast, mal eben nehmen und dann schon mal in das entsprechende Loch stecken. Ah ja. Warte, ja, nicht da lang. Wir müssen schon komplett zurück, ne? Du musst hier schon in den Kistenraum erstmal. Du musst nicht komplett zurück, du musst einfach nur in den Safe Room hier. Okay. Ja, komplett zurück in den Anfang dafür, natürlich. Nein, nicht ganz am Anfang, das meinte ich auch nicht. Ja, ich muss wieder zu den Zombies, die mich am Anfang begrabbelt haben. Die sind doch schon alle weg, die sind alle krank geworden, als sie die angepasst haben.
Aber den Schlüssel muss ich erstmal mitnehmen, oder? Kannst du erstmal Schrotflinte und die Munition dazu ablegen. Okay. Oder zumindest die Munition mindestens halt. Ja gut, wenn dann schon beides, oder? Aber du hast ja eh nur 3 Schachfiguren, von daher. Musst du wissen, ob du die zur Sicherheit noch behalten möchtest, wenn was Stärkeres wiederkommt. Na gut. Dann lassen wir das erstmal. Du hast die Schachfiguren vergessen. Du Hannes. Moment. Hallo, nimm's doch. Hä? Hä? Was? Hallo, nimm die Kiste, Leon. Öffne die Kiste. Nimm die Kiste. So, Läuferstecker. Da. Und nein. Oder hast du wirklich nur 2 sogar? Ich weiß es nicht. Echt jetzt? Nein, da ist noch der Königsstecker. Der Königsstecker. Ah. Ihr hättet übrigens ihn vorhin hören müssen, als er die Kräuter gemischt hat. So rot und blau. Wie so ein Drogenjunkie, so richtig übelst. Ja, wusstest du das etwa noch nicht? Dass du ein Drogenjunkie bist? Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Noch nicht. Ich meine, du weißt, dass es hier auf YouTube online kommt. Jeder wird dein schmutziges Geheimnis kennen. Oh nein! Chantal, heu leise. Du hoffst, dich im Kreis loszudrehen. Ich liege gleich unterm Tisch, ey. Leon, renn dich im Kreis. Nein, selber, Kollege. Da sind die Figuren. Oh. Nee, nein, da sind die Löcher für die Figuren. Hier, ich hab die Figuren. Ja, steck sie rein. Bing. Ja, Leute, ich weiß, wir haben viel zu viel Spaß. Immer noch. So, ja, der Königsstecker. Muss so. Aber uns fehlt noch eins. Ausgerechnet der Springer fehlt uns noch. Ja, dann bist du Leon das doch eigentlich an sich regeln können, oder? Leon, steck einfach den Finger rein, passt schon. Irgendwie klappt das schon. Steck deinen Schuh rein. Vor allem den Schuh. Warum den Schuh? Weil er den nicht mehr braucht. Aber Penner ist doch Schuhe. Können wir jetzt erstmal zurück, ne? Können wir. Wir brauchen die Schuhe doch für den armen Guten. Stimmt, ja. Leon muss ihn selbst essen, den Schuh. Oh Gott. Stopp. Ja. Oh, und zurück, du bist vergiftet. Hallo. Ja, ist ja gut, ich renn zurück. Ja, wenn er mich mal durchlässt hier, danke. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass du jetzt vergiftet wurdest. Kannst du mal nachgucken. Yes. Yep. Miese Brise. Das Gift kann ich nämlich übrigens auch wirklich töten. Ich dachte irgendwie, das tickt vielleicht nur runter bis auf einen Haar. Das Schlimmste ist halt wirklich, wenn immer die Kameraperspektive wechselt und dann nur in der Millisekunde genau ein Gegner kommt. Weißt du, will man sich einmal kurz entspannen und dann bähen. Ja, dachte nur, ich entspann hier. Das ist ein Horrorgame, Mensch. Wenn du was Entspannendes spielen willst, dann spiel sowas wie Stardew Valley oder... Kann ja mal Animal Crossing oder so. Na gut, aber das reicht erstmal so, oder? Ja, gerade noch so. Vielleicht sollte ich noch einen Heilkraut nehmen. Mhm. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Platz im Inventar schon. Oder ein Erste-Hilfe-Spray. Da haben wir ja genug eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. So. Ja, wenn du stirbst, jetzt. Weißt du, musst du das Ganze mit Eltern nochmal machen. Deswegen. Das wäre eine miese Brise. Renn, Leon, renn. Lauf, Forrest, lauf. Ja, ganz gemütlich die Treppe runter und... Durchstarten. Ja, toll. Das ist alles okay, es ist nur ein Kratzer. Meine Güte, jetzt lauf doch. Ja, ich lauf doch, aber der Typ, der versperrt mir den Weg. Jo, high five. Oh, heil dich. Mit dem? Ja. Ja. Ich meine, ist egal, beides halte ich voll. Die sind halt so fett, diese Spinnen, dass die den kompletten Weg versperren. Also ich werde von denen irgendwie nie getroffen, ich will ja nicht sagen, aber... Tja. Ich bin halt schlecht. Wissen wir. Nein, alles gut. Lauf durch. Nicht in die Zellen, nein, sonst kommen die Hunde raus. Okay. Deswegen muss ich ja nicht mehr Stress machen, wenn es nicht nötig ist. Aber erstmal so weit, so gut, auf jeden Fall. Yay. Ich kann übrigens mal sagen, Leute, er hat sich... Nee, ich bin Schaltschneider, ne?
Er hat sich herrlich erschrocken, als der Licker durch die Scheibe im Verhörzimmer geknallt ist. Ja, bin halb gestorben. Du kannst das Kraut noch mitnehmen. Genau. Was, wo? Rechts, in der Ecke des Raums. Ach, da, da hinten, ja. Okay. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht wirklich vorgewarnt. Ich habe nur gesagt, renn so schnell wie möglich aus dem Raum wieder raus. Und dann, okay, warum? Und dann auf einmal krach. Und dann, ah! Ich bin nicht gestorben, ja, alles gut. Wieder zu sterben wäre auch echt eine Blamage gewesen, muss ich sagen. Das wäre schon ziemlich peinlich. Hätte ich dir die Schoki weggenommen. Mann. Nein, alles gut. Leute, wir haben uns ganz so lieb, alles gut. Sehe ich, ja. Nein, Spaß, kann mehr. Ich werde gemobbt. Da ist man einmal ehrlich und dann gleich sowas. Das wird direkt gegen dich verwendet. Oh, fuck. Wieder. Da müsste noch einer irgendwo sein, deswegen pass auf. Ja, genau. Deswegen einfach raus hier. Genau. Weg, 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 weg. Verschwindet. Weg. Zum Glück kommen die keine Treppen hoch. Die sind ja echt zu dumm dafür. Mhm. Die können jetzt auch Gegner sein, oder? Nee, doch nicht. Noch nicht. Ja, alles gut. Gut. Ja, war ja verschlossen, leider, ne? Aber jetzt hast du ja den Schlüssel dafür. Ja, das ist richtig. Naja, das ist richtig. Das wirkt amerikanischer, wenn ich das schon sage. Ich bin aber eigentlich Sachse. Was? Ich bin eigentlich Sachse. Achso, ich hab verstanden, ich bin eigentlich sexy. Das ist schon die ganze. Nein, Sachse. Auch wenn es fest das Gleiche ist. Natürlich. Eine Zeitung über eine Woche alt. Wow. Damit hat sich jemand den Popo abgewischt. Auch das noch. Deswegen ist das so schmierig. Ja, schon wieder Farbbänder. Davon habe ich ja erst 30. Sag hier, wirst du ein bisschen zugemüllt damit. In diesem Schrank ist nichts. Da ist auch was. Ja, die bringen mir halt aber nicht viel. Sollten wir eigentlich mitnehmen. Noch nicht vielleicht. Wir müssen erst mal gucken, ob wir hier was sehr Wichtiges noch haben. Nichts Hilfreiches. Das war die Antwort von Lea. Okay. Ja, das meine ich ja auch nicht. Um die Ecke ist ja noch ein Raum. Ja, ich weiß. Eine Wärme. Ich wollte ja trotzdem noch mal schauen. Na gut. Na, guck mal da. Ja, die ist wichtiger auf jeden Fall. Die ist wahrscheinlich wichtiger. Die Magnum. Na gut, dann können wir erstmal leider nichts mehr nehmen, aber hier ist noch was. Das kannst du wieder wunderschön vorlesen. Tagebuch des Wächters. Am 11. August zum ersten Mal seit elendlanger Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben meine Turm und meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es erschien dem Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? Das sage ich dir nicht. Warum? 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Warum nicht Hannes? Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Wie, nur für Schach? Was ist das denn für ein Vollidiot? Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel. Für eine der Türen im Klärwerk. Falsch geschrieben immer noch. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Da werde ich ihn richtig fertig machen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Naja. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Arbeit, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder fummelt er sich einfach nur? Oder ist er einfach nur unhöflich? Am 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich dachte, ich meine ultra fertig. Oh nein. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Oh nein. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Das ganze Spiel hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hört sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob ich ihm zum Mann nehmen möchte oder nicht. Oder ob er nicht krank ist. Aber er hat die ganze Zeit nur von Essen geredet. Ist er mit dir verwandt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, ich habe einen Verwandten, von dem ich nichts weiß.
12. September. Ich wollte eigentlich noch ein Schachröntchen gegen Thomas spielen. Aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen. Aber ich habe ihm gesagt, er soll sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen. Denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Und bitte hinlegen mit Hände über der Decke. Hand aus dem Schritt, sage ich dir. Er behauptete steif und fest, da fängt schon es an. Ging gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, über der Bettdecke ist nicht so nice. Mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Da muss ich wohl die Hände doch wieder unter die Bettdecke packen, dann geht es mir bestimmt besser. Tagebuch, das auch gezeichnet. Leute, das sind immer noch die besten Dokumente, wenn sie so vorgelesen werden. Über dieses Waschbecken gibt es anscheinend nichts zu sagen. Leon, schade. Definitiv nicht. Hat hier jemand noch Geld im Spind vergessen? Ich will Casino spielen. Nein, wir stehlen doch nicht. Und so andererseits, ich brauche Geld fürs Casino. Ja gut, okay, dann. Wieder raus hier. Leon ist auch so Hannes in Wahrheit. Leon ist viel schlimmer als Hannes. Oh je, noch schlimmer, das geht doch gar nicht. Doch. Nein, komm, du Leon ist ein guter Kerl. Ja, das stimmt, hast schon recht. Danke. Dann hier erstmal zurück. Oder? Ja. Würde ich sagen, ich meine, was hast du gerade im Inventar? Zeig nochmal. Die Farbbänder und das Ganze. Ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen was ablegen. Das ist in der Tat richtig. Na, guck mal, da sind noch mehr Kräuter, die kann ich wieder nicht mitnehmen. Toll. Haha, Loser. Warum kann der Penner die auch nicht stacken? Weil er eben ein Penner ist. Richtig. Haben sie gut erkannt. Kannst hier auch geradeaus raus, da ist ja auch eine Kiste in der Nähe. Okay. Und ein Safe Room. Okay. 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 Wenn sie so macht. Ah, schön. Ich habe eine Tür entdeckt. Nein, wirklich Wahnsinn. Ich habe sie auch entdeckt. Ich glaube, wir haben sie zusammen entdeckt. Wo ist die Türe? Da. Und da ist noch eine. Oh, da ist noch mal eine, geil. Oh, geil. Diese Türen. So schön rostig und quietschig. Vor allem der Türgriff macht mich an. Das glaube ich sofort. Die Raben sind auch schon ganz scharf auf dich. Für uns. Ach nee, lauf einmal. Ja, die Raben sind das Schlimmste. Schlimmer als... Kleiner Rabe Socke. Das ist der Anführer von dem. Warte, war das sie? Ja. Okay. Schlimmer als Hunde, beziehungsweise Wölfe, wie du sie immer nennst, und Licker. Ja, okay. Licker sind schon Licker auch ziemlich eben. Asozial, ja. Das stimmt. Ich meine, so allein schon, wie sie immer schon am Stöhnen sind und ihren Arsch in die Kamera halten. Das sind die reinsten Sexmonster. Das stimmt. Na ja, gut, dann erstmal hier, Moment, wo haben wir denn die anderen Farbbänder noch? Hol sie dir. Schnapp sie dir. Tiger. Merken wir erstmal ab. So. Den Merken brauchen wir auch nicht. Und sonst. First Aid Spray würde ich ablegen. Ja, den Rest, den können wir erstmal behalten, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und mit diesen wunderschönen Worten beende ich auch diesen kleinen Vlog. Wir werden uns jetzt gleich im Keller wieder mit den Lickern anlegen. Deswegen, vielleicht solltest du sogar noch ein bisschen Schrotflintenmunition mitnehmen. Ja, okay. Keine schlechte Idee. Und auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Und denkt dran, immer schön Schach spielen und Hände über der Bettdecke, wenn ihr wollt. Ne? Müsst ihr natürlich nicht. Haltet euer Gehirn auf Betriebsbereitschaft mit Schach. Genau. Und ja, bis demnächst. Ciao. Ciao.